Ich bin schwerbehindert. Kann ich dann auch früher in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie wissen das vielleicht noch gar nicht. Ich arbeite oder unsere Kanzlei, unsere Rentenkanzlei arbeitet mit dem Team von Gegen Harz. Zusammen gegen Harz ist eine, ich zeige Ihnen das mal, eine Internetplattform, und dahinter stehen natürlich Menschen, die sich im Bereich Bürgergeld, Hartz IV, aber auch in Rente umtun. Sie schreiben sehr, sehr viele Beiträge, geben wichtige Informationen und Tipps, stellen auch viele Urteile ins Internet rein. Und der Herr Bertram, der Betreiber dieses Unternehmens mit seinem Team, ich mache das mal ein bisschen größer hier. Sie sehen das hier im Impressum von gegenharz.de. Der hat mich gebeten, ob ich nicht noch mal was zum Thema Schwerbehinderung und Rente sagen könnte. Gerne, lieber Herr Bertram, mache ich natürlich wirklich super gerne. Die Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrem Team ist wirklich sehr angenehm und macht mir auch viel Spaß, mit Ihnen zu Einzelfragen immer zu kommunizieren. Die Gegen Harz finanziert sich letztlich nur aus Werbeeinnahmen über Google AdSense und Sponsoring durch einzelne Rechtsanwaltskanzleien. Weitere Förderungen und so weiter haben die nicht. Sie gestalten ihre Texte selber in freier Regie und stellen die ins Netz rein, machen das auch sehr gut, muss ich wirklich sagen. Und Sie sehen es ja hier, die arbeiten nicht nur mit Anwälten zusammen, sondern die haben auch selber eigene Juristen in ihrem Team und Sozialrechtsexperten, die umfangreiche Erfahrungen im Bereich von Bürgergeld und Hartz IV haben. Wer von Ihnen dort Fragen hat oder wer dort Anregungen sucht, sozusagen im Bereich Bürgergeld, der sollte sich doch bitte mal auf der Seite www.gegen-harz.de mal umtun. Da finden Sie wirklich hochinteressante Informationen im Bereich Hartz IV, aber auch gerne in Sachen Rente. Ja, gut, das soll es gewesen sein. In Sachen der Zusammenarbeit mit gegen Harz. Ich freue mich natürlich, dass das hier so gut läuft. Und ich steige jetzt einfach mal in die Fragestellung ein. Also, wir haben ja im gesetzlichen Rentenrecht bestimmte Formen der Altersrenten oder Arten der Altersrenten. Unter anderem gibt es eine Altersrente. Ich zeige Ihnen das noch mal ganz kurz hier im System. Wir haben hier Renten wegen Alters, da wo die Maus ist, wenn Sie es sehen können. Ich mache das vielleicht mal noch ein bisschen größer. Ja, genau. Hier Renten wegen Alters. Und dann haben wir die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte und Paragraph 40, die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute. Die lassen wir mal völlig außen vor, interessiert uns heute gar nicht. Und wir starten schon mal in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen rein. So, und diese Rente, die ist dafür da, als Nachteilsausgleich für die Leute, die eine Schwerbehinderung haben. Schwerbehinderung heißt, sie müssen mindestens bei Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von 50 haben. Der Grad der Behinderung von 50 ist eine der Mindestvoraussetzungen, die sie erfüllen müssen, um diese Altersrente beziehen zu können. Das ist eine ganz klare Regelung. Für die Behinderung ist aber, also für die Feststellung ihrer Behinderung oder des Grades der Behinderung, ist nicht die Rentenversicherung zuständig, sondern entweder das Versorgungsamt oder in Sachsen-Anhalt das Landesverwaltungsamt. Die sind dafür dann zuständig. So. Steigen wir einfach mal ein. Versicherte haben Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, ist die erste Voraussetzung. Bei Beginn der Altersrente als schwerbehindert nach dem 9. Sozialgesetzbuch anerkannt sind und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Jetzt werden Sie sagen, oh, ich bin aber nicht 65, ich bin 61 Jahre und 3 Monate alt. Bitte da keine Sorge, da gibt es noch eine Sonderregelung, die zeige ich Ihnen gleich. Denn der Paragraph 37, der greift grundsätzlich ab dem Geburtsjahrgang 1964. Der Geburtsjahrgang 1964 sagt, dass Sie dann diese Altersrente auch vorzeitig, also vor
der vor dem Beginn des 65. Lebensjahres in Anspruch nehmen können, nämlich dann mit 62 Jahren. Aber für diese Regelung, also für diesen Paragraph 37, gibt es aufgrund des stufenweisen Anstiegs der Regelaltersgrenze eine Sonderregelung. Die ist in Paragraph 236a SGB 6 erfasst. Und das ist eigentlich das, was uns aktuell für die Leute, die vor 1964 geboren sind, noch interessiert. Also zum Beispiel Menschen, die 1961, 1962 geboren sind, die werden sich die Frage stellen, kann ich jetzt schon in Rente gehen? So. In dem Paragraph 236a Absatz 1 steht geschrieben, Versicherte, die vor dem Januar 1964 geboren sind, haben frühestens Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben, die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich. Bitte vorsichtig sein, dieser Paragraph, dieser Absatz gilt nur für die Menschen, die vor dem 1. Januar 1952 geboren wurden. Alle diejenigen, die nach dem 1. Januar 1952 geboren wurden, haben Anspruch auf die Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres. Für sie ist die vorzeitige Inanspruchnahme nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich und dafür gibt es dann einen stufenweisen Anstieg. Und das ist hier im Paragraph 236a Absatz 2 in der Tabelle wunderbar geregelt. Ja? Also Sie sehen, wer vor 1952 geboren wurde, der konnte damals noch glatt mit 63 in Rente gehen, ohne Abschlag. Wer dann aber frühzeitig mit 60, dann mit 10,8%, weil diese 10,8% errechnen sich daraus, dass Sie 3 Jahre früher in Rente gehen, in Rente gegangen sind, pro Monat früheren Rentenbeginn gibt es dann einen Abschlag von 0,3%, ergibt dann 10,8%. Also 36 mal 0,3 sind 10,8%. Ja, jetzt sehen Sie aber auch, dass die Geburtsjahrgänge 1953, 55, 56, 57, 58, 59, die sind schon aus unserer Sicht komplett durch, was den frühzeitigen Rentenbeginn anbetrifft. So dass wir uns jetzt mal hier mit den Geburtsjahrgängen 1960, 61, 62 beschäftigen können. Und da ist es schlicht und ergreifend so, wer 1961 zum Beispiel geboren wurde, der kann frühestmöglich mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 6 Kalendermonaten in diese Altersrente gehen. Natürlich dann mit 10,8% Abschlag, weil das der frühestmögliche Beginn ist. Die Menschen, die die Rente dann regulär haben möchten, also ohne Abschlag, die müssen bis zum 64. Lebensjahr und 6 Kalendermonate warten. Ja, und wer 1963 geboren wurde, der kann dann mit 64 Jahren und 10 Kalendermonaten in Rente gehen. Wer 1964 geboren wurde, der kann erst wieder dann mit der Grundregel des Paragraphen 37 SGB 6 dann frühestmöglich mit Vollendung des 62. Lebensjahres in Rente gehen. Und diese Regelung gilt dann sozusagen fortlaufend, bis es eine gesetzliche Neuregelung zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen gibt. Meine Damen und Herren, das ist eine ganz klare Regelung. Und jetzt werden Sie natürlich fragen, was hat es mit den 35 Jahren Wartezeit auf sich? Ja, steht ja hier, 35 Jahre Wartezeit. Dazu gibt es auch eine gesetzliche Regelung. Und zwar finden wir diese in dem Paragraphen 50. Ja, Paragraph 50, da steht, für welche Altersrenten Sie welche Wartezeit brauchen. Für die Regelaltersrente, Rente wegen Erwerbsminderung oder Renten wegen Todes brauchen wir 5 Jahre Wartezeit. Und dann haben wir noch verschiedene andere Wartezeiten, 20 Jahre, 25 Jahre. Und jetzt steht hier, Paragraph 50 Absatz 4, die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf für die Altersrente für langjährig Versicherte und Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und genau für diese beiden Rentenarten gilt die 35 Jahre. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was sich denn hinter den 35 Jahren wirklich verbirgt. Und da schauen wir uns einfach mal den Paragraphen 51 an. Und da gibt es dann die Erklärung, was auf die Wartezeit von 35 Jahren alles angerechnet wird. Und da kann ich Sie wirklich schon mal beruhigen, da wird alles angerechnet. Da wird
Da werden Kindererziehungszeiten angerechnet, da werden Schulausbildungszeiten angerechnet, da werden Anrechnungszeiten angerechnet, da wird Fachschule angerechnet, wenn sie anerkannt wird als Anrechnungszeit, da werden Zurechnungszeiten für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente angerechnet, da werden Pflichtbeitragszeiten angerechnet, da wird der Wehrdienst angerechnet, da wird Minijob angerechnet, da werden Wartezeitmonate aus Versorgungsausgleich angerechnet, da werden Wartezeitmonate aus nicht versicherten Minijob angerechnet und. Das heißt also, die Wartezeit 35 Jahre erfasst de facto alle anerkannten oder durch die Rentenversicherung anerkannten rentenrechtlichen Zeiten. Bitte vorsichtig sein bei den Anrechnungszeiten. Anrechnungszeiten werden dann immer nur anerkannt oder werden dann für die Wartezeit der 35 Jahre nur mit einbezogen, wenn sie auch tatsächlich als Anrechnungszeiten nach Paragraphen 58, glaube ich, SGB 6 anerkannt sind. Ja, also nicht jede rentenrechtliche Zeit wird auch als Wartezeit tatsächlich anerkannt. Lückenzeiten im Versicherungsverlauf, meine Damen und Herren, das auch nochmal als Hinweis von mir, werden grundsätzlich nicht als rentenrechtliche Zeiten anerkannt, wenn für diese Lückenzeiten nicht irgendwelche Nachweise da sind, dass sie dort tatsächlich rentenrechtliche Zeiten im Sinne des SGB 6 zurückgelegt haben. Also das ist eine ganz klare Sache. Also nochmal für Sie alle Menschen in Deutschland, die schwerbehindert sind und die eventuell die 35 Jahre Wartezeit schon erreicht haben. Bitte holen Sie sich eine Rentenauskunft ein. Ihre Rentenversicherung ist verpflichtet, Ihnen die Rentenauskunft auf Anfrage zuzusenden. Sorgen Sie dafür, dass die Rentenauskunft Ihnen vollständig zugesendet wird. Die Rentenauskunft ist ein Pamphlet mit mindestens 10, 15, 20 Seiten. Es ist keine Renteninformation. Die Renteninformation besteht immer nur aus zwei Seiten. Das ist so eine kurze Geschichte, wo Ihre Entgeltpunkte drin stehen und wie hoch Ihre zukünftige Rente ausfällt. Gucken Sie bitte in die Rentenauskunft rein. In der Rentenauskunft steht ganz klar geschrieben, ob Sie die Wartezeit 35 Jahre für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt haben. Wichtig ist natürlich auch, dass Sie vor Beginn der Altersrente die Schwerbehinderung nachweisen können. Das heißt also, Sie haben entweder einen entsprechenden Feststellungsbescheid, der reicht völlig aus für den Nachweis der Schwerbehinderung, oder aber noch viel einfacher, Sie haben Ihren Schwerbehindertenausweis, dann machen Sie eine Kopie, schicken das der Rentenversicherung und dort liegt es dann in den Akten. Ich kann Ihnen nur empfehlen aus meiner Erfahrung als Rentenberater, dass Sie bitte, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, auch prüfen, ob Sie in die Krankenversicherung der Rentner reinkommen. Die Krankenversicherung der Rentner ist eine ganz, ganz wichtige Pflichtversicherung für Rentner. Sie ist eine preisgünstige Pflichtversicherung für Rentner, aber nicht jeder, der einen Rentenantrag stellt, kommt auch tatsächlich in diese Krankenpflichtversicherung rein. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, lassen Sie sich von Ihrer Krankenversicherung bestätigen, dass Sie in die Krankenpflichtversicherung der Rentner kommen. Ansonsten gehen Sie bitte zu einem Rentenberater, Rechtsanwalt für Sozialrecht, der sich mit Rentenrecht auskennt. Der kann Ihnen dann gegebenenfalls auch ohne Problem, können wir natürlich auch, ist klar, ausrechnen, ob das reicht mit Ihren Vorversicherungszeiten oder nicht. Meine Damen und Herren, und noch als letztes, ein wichtiger Hinweis, auch für alle diejenigen, die jetzt in die vorgezogene Altersrente gehen wollen. Bitte begehen Sie nicht den Irrtum zu glauben, dass Sie Ihre vorgezogene Altersrente in gleicher Höhe bekommen wie die Regelaltersrente. Das wird nicht passieren. Wenn Sie eine vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen, und Sie gehen zum frühestmöglichen Termin, dann haben Sie 10,8% Abschlag. Das ist das Maximum, aber das ist trotzdem sehr erheblich. Dann haben Sie 10,8% Abschlag. Das heißt für Sie, Sie bekommen auch dann deutlich weniger Altersrente. Das muss Ihnen schlicht und ergreifend klar sein. Und deshalb können wir Ihnen auch da nur empfehlen, wenn Sie Ihre Rentenauskunft haben, brechen Sie einfach mal von diesem Betrag, der für die Regelaltersrente dort ausgewiesen ist. Also nicht der Höherwertungsbetrag, sondern den man jetzt für Sie mit Stand der letzten Speicherung ausgerechnet hat, brechen Sie bitte mal von diesem Betrag 10,8% runter. Dann haben Sie ungefähr ein Gefühl dafür, wie hoch
Ihr Rentenabschlag oder wie hoch Ihr Abschlag ausfällt und vor allen Dingen, wie hoch dann möglicherweise Ihre Rente ausfällt, wenn Sie diese dann beantragen. Gegebenenfalls nutzen Sie auch entsprechende Rentenberechnungsprogramme, kann man im Internet vielleicht kostenlos sich mal runterladen, oder aber Sie gehen zu einem versierten Rentenberater und lassen sich dort nochmal Ihre Rente vor Rentenbeginn ausrechnen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein. Ich freue mich selbstverständlich auf die Zusammenarbeit mit Gegen Harz und mit dem Team von Herrn Bertram. Ich hoffe, dass dieses Video nochmal ein bisschen für Klarheit gesorgt hat, dass Menschen, die eine Schwerbehinderung haben, im Rahmen des Nachteilsausgleichs zu vergünstigten Bedingungen, also zu günstigeren Bedingungen in Rente gehen können, als zum Beispiel einer, der nicht schwerbehindert ist. Ich weise extra darauf hin, Menschen, die einen Grad der Behinderung von 30 haben und unter 50, die dann die Gleichstellung beantragt haben und auch bekommen haben, die können grundsätzlich nicht in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Sie sind zwar in bestimmten Bereichen dem Grad der Behinderung 50 gleichgestellt, aber das reicht eben nicht für einen Antrag für eine Altersrente aus. Da stellt das Gesetz per se grundsätzlich auf den Grad der Behinderung 50 ab. Den müssen Sie wirklich in echt haben, meine Damen und Herren. Noch einen letzten Hinweis. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nach Bewilligung der Altersrente für schwerbehinderte Menschen Ihre Behinderung verlieren, der Grad der Behinderung von 50 zum Beispiel zurückgestuft wird auf 40 oder 30, kein Problem, Sie verlieren dann Ihre Rente nicht. Denn zum Zeitpunkt des Rentenantrags bestand ja der Grad der Behinderung von 50. So, meine Damen und Herren, da habe ich Ihnen nochmal umfassend was zum Thema Altersrente für schwerbehinderte Menschen gesagt. Ich hoffe, Sie konnten dem ganzen Kauderwelsch, was ich hier so von mir gelassen habe, gut folgen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Selbstverständlich können Sie uns auch gerne abonnieren. Schauen Sie sich bitte nochmal auf die Internetseite von rentenbescheid24.de um. Dort haben wir ganz, ganz viele Beiträge zum Thema Altersrenten, vorgezogene Altersrenten, Altersrente für schwerbehinderte Menschen auch veröffentlicht. Und natürlich gucken Sie sich bitte auch noch mal die Internetseite von Gegen Harz an. Vor allen Dingen die Leute, die Probleme mit dem Jobcenter haben, sind dort gut aufgehoben. Als wunderbare Informationsquelle, was Sie alles für Rechte haben, wenn Ihnen das Jobcenter sozusagen Kummer und Sorgen bereitet. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.